Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die You Always Live Again Box von Genetik. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. You Always Live Again, beziehungsweise ja, Yalla wurde das Ganze ja abgekürzt. So sieht das Ganze aus. Am 19. Oktober, sprich heute, erschienen. Wir haben hier eine weiße Box und auf der Vorderseite haben wir Genetik bzw. einen der beiden abgebildet mit der berühmten Maske. Und hier lesen wir in Schreibschrift You Always Live Again, Genetik. Und darunter dann, sehr schwer zu lesen, relativ klein, ich lese es euch mal vor, hier steht: You didn't come into this world, you came out of it, like a wave from the ocean, you are no stranger here. Also auf Deutsch, oder ja, ich übersetze einfach mal auf Deutsch, für die, die der englischen Sprache nicht so mächtig sind. Also auf Deutsch heißt das so viel wie, du bist nicht in oder auf diese Welt gekommen, sondern du bist aus dieser Welt gekommen, wie eine Welle aus dem Ozean, und du bist hier kein Fremder. Sehr schöner Spruch. Gut, das Ganze von der Optik sehr speziell gehalten, denn wir haben es hier mit einer weißen Box zu tun, diese in Folie eingeschweißt, und es erinnert von der Optik, also mich erinnert es am allerstärksten an so ein klassisches Drogenpaket, wie man es vielleicht kennt aus diversen Filmen, Serien, Videoclips. Ja, als wäre hier irgendwie fragwürdiger Stoff verpackt. Auf der Rückseite haben wir dann hier auch noch einen Aufkleber und einen Barcode. 100% Unlimited Life, Drop Music, Not Bombs, Genetik, You Always Live Again, Young God. Okay, also wie gesagt, das ist ein sehr spannend. Wir machen das Ganze mal auf, werden dieses Paket mal aufschneiden. So, ich hoffe, ich schaffe es, ohne das Weiße hier irgendwie zu beschädigen. Ich möchte jetzt wirklich nur die Folie abmachen. Das Problem ist, dass das Weiße hier direkt so unter der Folie raussteht. Das heißt, wann immer ich in die Folie fahre, habe ich auch automatisch was von dem weißen Zeug dabei. Naja, wir werden es irgendwie so öffnen, jawohl. So. Also, dieser Genetiksticker bleibt uns erhalten. Das Ganze hier wirklich komplett rundherum eingepackt. Frage, wo man das überhaupt aufkriegt. Also hier oben sieht es so aus, als wäre das angepresst. Ja, sieht vielversprechend aus. Also sowas habe ich auch noch nie gehabt bei einer Box. So. Darunter kommt jetzt die eigentliche Box zum Vorschein, hoffe ich zumindest. Allerdings, das ist sehr mühsam, das Ganze. Okay, ich befürchte echt, dass das Bild sich jetzt hier verabschieden wird, denn es ist mir leider echt nicht anders möglich, diese Folie zu öffnen. Oh, meine Güte. Das Video wird ja alleine nur für das Auspacken 5 Minuten dauern, mir reicht es jetzt. Ich werde jetzt hier mal einschneiden, denn hier kommt die hoffentlich endlich die richtige Box zum Vorschein. Werde mal hier diesen Spalt einschneiden. Oh. Ah. Aber jetzt. Also, schwere Geburt, diese Box zu öffnen. Bin mal gespannt, ob ihr, die vorbestellt haben, sich genauso plagen wie ich. So sieht das Ganze dann aus. Also, wir haben die ganze Folie und auch dieses Bild jetzt leider beseitigen müssen. Hier lesen wir auch wieder, sehr schlicht gehalten, eine weiße Box, und dann in schwarzer Schrift lesen wir You Always Live Again. Ansonsten hier nichts weiter zu lesen. Auf der Rückseite haben wir dann noch wieder diesen Hinweis, 100% Unlimited Life, Give Love Back, Cash Only, Drop Music, Not Bombs. Okay. Was haben wir hier? The Ego is your symbol. Okay, also das könnt ihr natürlich an dieser Stelle kurz anhalten, das Video.
und euch dann im Detail durchlesen. Das Video wird eh schon viel zu lang, deswegen werde ich euch das jetzt mal ersparen. Und nach 5 Minuten, nach über 5 Minuten, kommen wir schlussendlich doch noch zum Boxinhalt. Wir haben hier einen schwarzen Plastikbeutel mit neongrünem Klebeband. Ich schätze mal, das wird wohl das T-Shirt sein. Kommen wir gleich noch dazu. Wir haben einen Sticker, 2 Sticker, 3 Sticker mit dabei. Dann hier so ein kleines Kästchen, so ein kleines Schächtelchen. Da wird wohl der Anhänger, die Halskette drin sein. Schauen wir auch noch. Dann eine Bonus-EP und natürlich das Album an sich, You Always Live Again. So sieht das Ganze von innen aus. Hier dieser Rahmen mit eingeklebt in die Schachtel. Machen wir die Schachtel mal zur Seite, die Box, und nachdem hier diverse Sachen noch eingeschweißt sind. So, also hier dürfte wohl das Shirt und das Album drin sein, also das Bonusalbum. Ja, genau so ist es. Also, wir haben hier so einen schwarzen Beutel, Hochglanz mit neongrünem Klebeband. Sehr schön. Dann haben wir hier einmal das Bonusalbum DNA 2 und dann hier mit Genetik Verschluss, mit Genetik Sticker verklebt, auch noch ein Shirt mit dabei. Gut. Nachdem EP und Bonusalbum, beziehungsweise das eigentliche Album, hier noch in Folie sind, werden wir auch diese natürlich aufschneiden, um sie aus der Folie zu befreien. So. Jawohl. Und dann haben wir natürlich noch diese Bonus-EP. Die allerdings, soweit ich informiert bin, nicht von Genetik direkt ist, aber dazu kommen wir dann gleich noch. So. Gut, schlussendlich, nach über 7 Minuten haben wir es geschafft, das alles zu entpacken und alles aus den Folien zu befreien. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Inhalt. Also, wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das aus. Wir haben hier wieder diesen Kopf, wie wir ihn von der Verpackung bereits kennen. You Always Live Again, Genetik, inklusive dieses Satzes, den wir am Anfang schon hatten. Das Ganze kommt in einem Digipack, in einer Pappcover. Und dann haben wir hier auf der Seite You Always Live Again stehen. Und dann hier auf der Rückseite, so sieht das aus. Also, wildes Design, jede Menge Wörter und Text sein hier in so handgeschriebenem Design. Barcode und Credits. Tracklist habe ich jetzt keine gesehen. Wir schauen mal hier hinein. Okay, hier gibt es kein Booklet, sondern nochmals 3 Sticker extra. Statt eines Booklets. Genetik, You Always Live Again. Und dann haben wir hier die CD glatt in weiß. Also, das Album an sich sehr minimalistisch gehalten, denn wir haben hier ein Digipack, kein Booklet, die CD nicht bedruckt, dafür eben diese 3 Sticker. Sehr interessant. Und soweit ich das beurteilen kann, ist das ja auch keine Tracklist. Nein, also das sind hier so diverse Sprüche. Könnt ihr euch natürlich dann auch mal in Ruhe entziffern. Dann haben wir mit dabei 3 Sticker in diesem Digipack gehabt. Also, Turn Your Passion into a Paycheck. Jawohl, das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. You Always Live Again. Everybody must get stoned. Okay, das ist eher weniger gut. Aber wir haben hier 3 Sticker in schwarz und weiß. Quadratisch. Wo wir schon bei Stickern sind. Wir haben noch einen im Querformat. Young Gold Wins. You Always Live Again. Young Gold, ja, ein Feature-Partner auf dem Album. Genetik, You Always Live Again. Und dann noch diesen hier, ebenfalls mit Interpreten plus dem Albumtitel beschriftet. Und dann haben wir hier ein meditierendes Skelett. Erinnert ein bisschen an das, an die Zeichnung, die wir auch auf der 1-Euro-Münze haben. Also von Da Vinci. Diese Proportionen und diese Anatomie des Menschen. So sieht das aus. Dann haben wir mit dabei ein Bonusalbum, und zwar das DNA 2 Bonusalbum.
Zu diesem Album, dieses wurde schon veröffentlicht und zwar im August, der lang ersehnte Nachfolger von DNA und jetzt in dieser Box das erste Mal in physischer Form, denn im August gab es das Ganze nur digital bzw. zum Streamen und ich glaube in diesem Bundle, in dieser Box wirklich die einzige Möglichkeit daran, physisch zu kommen. Wir haben dann hier die Tracklist und wir haben hier 11 Tracks und wir haben hier sogar auch Features mit dabei und zwar Features von OG, Kimo, Olexesh, Kollega und Tiavo, die ja ebenfalls bei Out of This World gesigned wurden, also die ersten Künstler, die bei Genetics neuem Label unter Vertrag genommen wurden. Hier lesen wir auch nochmal DNA 2 und so sieht das Ganze von innen aus, auch dieses Cover bzw. diese CD, dieses Album sehr minimalistisch gehalten, kein wirkliches Booklet, aber dafür ist die CD echt schick, denn wir sehen hier eine CD in so einem Neon-Gelbgrün, habe ich so in der Form auch noch nie gesehen, gefällt mir richtig gut und passt auch zu diesem DNA 2 Schriftzug hier. Damit nicht genug, wir haben noch eine Bonus-EP und zwar die Nobody-EP von diesem guten Mann, den ich ehrlich gesagt bis jetzt noch nicht kannte. Also entschuldigt, falls ich den falsch ausspreche, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man den jetzt Young Rider oder Young Raider ausspricht, nachdem das V wohl für ein A stehen soll. Mit AE nehme ich mal an, dass es Raider ausgesprochen wird, weil Rider wäre in dem Fall ja mit Y. Aber keine Garantie darauf, ich habe bis dato noch nie von ihm gehört. Soll aber das nächste Signing oder das aktuelle Signing bei Out of This World sein. Hier lesen wir dann noch 100% Feelings Isolated. Okay, die EP Nobody. So sieht das aus. Und so sieht dann die CD aus, also in Silber, spiegelt sehr stark, ebenso wie die Rückseite gestaltet und das Ganze kommt in einer Papphülle in einem Digisleeve. Dann haben wir nach der ganzen Musik und den Sticker-Beilagen auch noch dieses kleine Schächtelchen hier, quadratisch, in schwarz gehalten. Und hier erhalten wir eine Halskette und zwar, ja, jetzt die Frage, wie ich diesen Kopf hier rausbekomme. Gut, wir werden nochmal das Messer zu Hilfe holen, denn so, damit hat es funktioniert. Also wir haben hier eine Kette, in diesem Fall mit so einem goldenen Totenkopfanhänger, also beidseitig so Gold und mein Band in diesem Fall in so einem Flieder bzw. hellen lila Ton. Und was ganz spannend ist zu diesem Inhalt, es gab hier mehrere Varianten und zwar, ich zeige euch das mal ganz kurz, so sieht das aus. Also diese verschiedenen Varianten, diese verschiedenen Ketten gab es. Wir sehen, es gibt insgesamt 6 verschiedene Farben und 3 verschiedene Anhänger. Also ich habe in dem Fall den dritten von links, hier diesen Totenkopf mit lilanem Band. Also je nachdem, was ihr für einen vorfindet, gibt es davon eben 5 weitere und das Ganze kommt in so einem kleinen Schächtelchen und das Ganze ist hier so mit Stoff, Kunststoff ausgekleidet, um das Ganze entsprechend in Formation oder in Position zu halten. Und darüber hinaus haben wir dann noch, wie so oft als Boxinhalt, ein Shirt mit dabei und zwar ist dieses in schwarz, dann haben wir hier auf der linken Brustseite rot Genetik stehen, also einen Genetik-Schriftzug im Brustbereich. Das Ganze ist ein Gilden Heavy Cotton Tearaway, 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus und wir haben auch noch einen Rückenaufdruck, einen Backprint, der mir richtig gut gefällt. Genetik, this is the shit, DNA 2. Sehr schön gemacht, also ich muss ehrlich sagen, die Vorderseite ist so, naja, aber die Rückseite mit dem Aufdruck hier, das gefällt mir richtig gut. Schön gemacht, schwarz, rot und weiß, ideale Farbkombination. Und es kommt jetzt in der Kamera nicht ganz so gut rüber, aber das hier ist so ein türkis-grau Farbton, sage ich mal. Wir schauen uns dieses Shirt nochmal kurz im Detail an, wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit dem roten Schriftzug, mit diesem roten Genetik auf der linken Brust. Ansonsten glatt schwarz.
Vorderseite recht minimalistisch gehalten, allerdings haben wir dafür dann auf dem Backprint, auf dem Rücken umso mehr. Und die Farbkombination Schwarz-Rot und speziell auf der Rückseite Schwarz-Rot und Weiß gefällt mir richtig gut, kann man in meinen Augen gut anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, dann diese Bonus-EP, die Nobody Bonus-EP, das Bonus-Album Genetik DNA 2, einmal dieser Sticker kreisrund, dann dieser quadratisch, ebenso wie diese drei weiteren Sticker, allesamt quadratisch und schwarz und weiß gehalten. Dann diesen im Querformat, das Album You Always Live Again und dieser Anhänger, wie gesagt, davon 6 mögliche Varianten und diese kommen in diesem kleinen Schächtelchen. Gut, das alles in dieser wunderbaren Box You Always Live Again von Genetik. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Genetik unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.